Mach mich klein, ist richtig. Wer klein gemacht? War noch angeblich. Go! Ja, und auf geht's in die letzte Runde hier. Na, wen haben wir denn jetzt? Ach du Scheiße, Rainbow Road. Cool, mit Looping. Geile Sache. Eins. Ja, das war klar. Donkey und Peach ziehen wieder vorbei. Turbo, Turbo. Oh, er musste aufpassen, dieser Mann. Hey, ich steige jetzt denn hier hoch, bitte. Also hier haben sie aber wieder voll gelitten, oder? Nein, scheiße. Was bin ich jetzt, Fünfter? Oh Mann. Jetzt muss ich mich so weit wieder vorarbeiten hier. Und das bei so einer relativ schweren Strecke. Zumindest für die, die das erste Mal spielen, ist die Strecke schwer. Und ich spiele sie das erste Mal. Ja, ach Mann, ey. Alter! Boah! Ist überhaupt nicht übertrieben gemacht hier. Sehr schön, zumindest hast du die Banane schon mal entschärft, Mario. Die nächste auch noch. Die nehme ich nicht mit, die kannst du auch noch mitnehmen. Jawohl! Hui! Ja, wenn ich sehe, wo der zweite ist. Sind die so weit weg? Das ist nicht gut. Ich glaube, ich wäre auch so dann den Cup gewinnen hier. Aber ich will ja überall jedes Rennen gewinnen. Ich habe ja noch ein paar Runden, ne? Nein! Nein, 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 nein! Juhu. Das ist schlimm, immer wenn ihr die Nase kitzelt, passiert irgendwas Gravierendes. Ja, danke. Danke, Peach, ey. Vor allem, weißt du, habe ich mal so eine rote Schildkröte. Ich sage jetzt einfach rote Schildkröte. Was passiert? Ich treffe so eine hässliche Banane von irgendjemandem, der das vorher hinplatziert. Ganz ehrlich. Und statt, dass ich mir da auch mal einen Vorteil verschaffe und Donkey treffe, nö. Warum auch? Nein, Donkey, du berührst mich jetzt nicht. Ja, der ist auch schnell. Es ist so gefährlich, hier immer so nah am Rand zu fahren. Das gefällt mir überhaupt nicht. Boah. Irgendwie verstört das dann immer klingt, wenn er so klein ist und dann irgendeine Musik läuft. So, hier, grüner Pilz. Grüner Pilz, sag ich schon. Grüne Schildkröte für die Umwelt. Wenn mal ins Weltall geschossen. Yeah! Looping! Diesmal hoffentlich ohne Probleme. Ja, keiner, der mich hier nervt. Die anderen Saale. Peach. Nee, ich darf mich glaube ich nicht mehr auf die Gegner da an der Seite konzentrieren. Ich muss mich hier echt auf das konzentrieren, was ich hier zusammenfahre. Okay.
Nein, das wirkt total verstört. Manchmal bist du so extrem rasant schnell. Ja, genau. Ja. Realismus. Nein, Todd. Du wirfst da nicht dein hässliches, komisches Ding hin. Weil am Ende triffst du mich, ich flieg runter und dann verlierst du wieder noch. Nee, okay. Von mir aus kannst du werfen, wie du willst. Ich habe gewonnen! Bam! Ja. 40 von 40 Punkten. Next, und schon wieder habe ich den Cup gewonnen. Sehr schön, Siegerehrung muss man sich jetzt nicht mal angucken. Congratulations, Rank A. Oh, ich kann jetzt Tri-Bonus. Single-Player Grand Prix. Ich werde trotzdem noch 50er Cup. Oh, wen habe ich denn jetzt? Okay. Tri-Bonus. Oh, ich glaube, den fahre ich jetzt wieder. Das sieht aber voll geil. Ne, der hat ein voll langsames Auto, Alter. Ne, ich fahre hier wieder Luigi und im normalen Auto. Oh, Luigi, Luigi. Hier, Retro Cup. Ja. Go. Jawohl. Also das kenne ich sogar noch von der Super Nintendo. Das ist ja, glaube ich, die allergeilste Strecke, die es am Anfang mal gab. Also die habe ich früher echt geliebt, die Strecke. Mal gucken, ob ich jetzt immer noch die Strecke so gut beherrsche wie früher. Bin ich ja mal gespannt. Alter, Peach geht ja mal voll ab hier, hä? Yay! Das erinnert mich echt noch wieder wie an die frühere Kindheit hier, wenn du mit dem Super Nintendo das gespielt hast. Alter, da habe ich Stunden, Tage habe ich das Spiel gespielt. Richtig heftig. Ich habe irgendwie immer nur die Strecke hier gefahren. Ich wollte irgendwie immer irgendwelche Rekorde aufstellen, immer schneller fahren, alle Kisten irgendwie mitnehmen. Keine Ahnung, so und so viel Bananen schmeißen oder sonst irgendwas, also. Ach, wo du klein warst, da hast du da echt viel machen wollen immer. Und hast du auch gemacht. Ach, komm, Tintenklecks, jetzt bringt auch nichts mehr hier. Das stört mich eh nicht, weil das ist so eine lange Gerade hier. Und dann hier einfach immer schön eng fahren die Kurven. Da passiert ja auch nichts durch die komischen Teile. Ah, noch ein Pilz. Ach, Pilz. Das sind immer Bananen. Wieso sage ich immer Pilze? Keine Ahnung. Und Goal. Sehr schön. Ja, 10 Punkte. Next Course. Ist das jetzt nicht hier N64? Ja, N64 Moon Form, okay. Moon Form. Die kenne ich natürlich wieder nicht, weil ich hatte nie eine N64. Ich hatte nur Super Nintendo. Und von daher fahre ich jetzt hier wieder blind. Aber zumindest könnte ich die erste Strecke, die ich so geliebt habe, so eiskalt einfach mal abheizen. Das ist so geil. Okay, hier ist die Musik schon mal richtig geil. Das muss ich sowieso sagen, die Macher von Mario, die haben sich irgendwie immer was einfallen lassen. Also die Musik ist cool, allgemein das Spiel ist irgendwie immer lustig gemacht. Das kannst du spielen mit 5 Jahren, das kannst du spielen mit 15 Jahren, das kannst du spielen mit 30 Jahren. Also Mario ist einfach nur richtig geil. Auch wenn die Geschichte eigentlich von Mario ein bisschen abgelutscht ist und seit knapp 15 Jahren eigentlich immer dasselbe ist. Ja, Klempner hat seine Frau oder seine Freundin, wie auch immer, seine Geliebte. Die wird entführt von dem Browser und er muss sie zurückholen und stellt sich halt allen Hindernissen. Seit jedes Mal dasselbe, aber jedes Mal richtig cool verarbeitet, die Story. Und ja, es ist halt der Garant von Mario. Weil irgendwas muss ja
cool an Mario sein, sonst würden es ja nicht so viele Leute über so viele Generationen spielen, lieben, kaufen und hast du nicht gesehen. Und ja. Es ist halt auch einfach, denke ich mal auch daran, weil es wirklich so knuffig gemacht ist noch alles. Ja, komm. Okay, aber trotzdem, die Map ist relativ einfach gehalten noch. Also auch wieder der erste Cup hier. So, jetzt sehe ich nichts, das ist Kacke. Das sind Kisten. Ich denke mal, das wird sich dann wahrscheinlich alles wieder verschweren, wenn wir dann in die nächsten Stufen kommen hier. Ich überlege, ja, Super Nintendo, das ist... Wie viele Jahre ist das denn jetzt schon her? Ich habe die Super Nintendo gehabt, da war ich 5 Jahre alt. Glaube ich, zumindest, oder 6. Also wie gesagt, das ist jetzt auch schon wieder knapp gut 15 Jahre her, als ich eigentlich Super Mario wirklich gesuchtet habe, früher als kleines Kind. Ach, das waren noch Zeiten. Ja, ja, ich sag euch, Leute. Das war schön. Und ja, wieder gewonnen hier. Ich würde mal sagen, Peach Mario und ich gewinnen das Ding. Also ja, eh wie immer. Die ersten drei nach dem ersten Rennen sind immer die, die gewinnen. Okay. Peach Circuit. Ja, Game Boy Advance, okay. Das ist ja mal cool. Die ganzen alten Maps hier alle zusammengefasst. Na ja, gut, ist ja nicht umsonst der Retro Cup, ne? Ja, die ist auch bis jetzt relativ cool gemacht hier. Vor allem auch mit den Pfirsichbäumen an der Seite eigentlich cool gemacht durch, weil heißt ja Peach Circuit. Und Peach ist ja eigentlich auch die, die hinter mir fährt. Also eigentlich die, die von Mario gerettet werden soll. Oh, haben sie schon so ein bisschen an kleine Details geachtet, selbst für Gameboy-Spiele, sag ich mal. Wenn du jetzt überlegst, so ja, für Wii oder so geht es ja einfacher, kannst du ein bisschen mehr programmieren, aber. Für so ein Gameboy-Spiel? Oh, fuck. Jetzt mache ich ja aber schon einen Fahrfehler ohne Ende. Das ist nicht so besonders. Und wieso kriege ich das hässliche rote Ding an die Backe? Sonst ist es aber der erste. Mal. Ja, was habe ich? Banane, super. Alter, hier ist die komplette Strecke zu bananend. Wenn hier nicht mal irgendeiner dann in so eine Banane reindüst, dann frage ich mich auch. Und nein, ich werde es nicht sein. Ja, Peach. Sich abgelenkt, hä? Boah, fuck. Jetzt habe ich mich selber wieder abgelenkt. Sehr schön. Yeah! Danke, Peach, dass du meine Banane mitnimmst. Erstens ist es dann keine Umweltverschmutzung mehr, dass ich die auf die Straße haue. Und zweitens habe ich Vorsprung ausholen können. Und das ist ja immer das Wichtigste. Okay, hier Bananen. Gleich noch mehr Bananen. Ich glaube, das ist die gefährlichste Stelle mit. Das ist so gefährlich, ey. Sobald du mal ins Gras springst, bist du gleich so schnell langsam. Ich sollte mir das echt abgewöhnen, so die Kurven so eng zu fahren. Und lieber ein bisschen auf Sicherheit, wenn ich Vorsprung habe. So wie hier, ja, ohne springen. Ist schon besser. Gewonnen! 30 von 30. Coole Sache. Next Kurs, was haben wir jetzt? Okay. GCN. Game Boy Color oder was? So, ne, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen mir die auch bekannt vor vom Super Nintendo. Ist das die? Ich weiß es nicht. Naja. Wer weiß. Und was haben wir? Yeah, bing! Ja, hier ist empfehlenswert unten zu fahren, auch wenn oben die Turbo-Teile sind. Aber da du oben so langsam dann bist, lohnt sich das nicht wirklich. Ich habe früher mal getestet. Und ja, man kommt echt nicht besser.